Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn im Alltag über Menschenhandel geredet wird, beschreibt das oft sehr unterschiedliche Dinge. Mal ist es Prostitution, mal ist es Leiharbeit, mal ist es Menschenschmuggel und manchmal wird sogar der Verkauf von Fußballspielern als moderner Menschenhandel bezeichnet. Dieses Alltagsverständnis jedoch entspricht nicht dem strafrechtlichen Begriff, über den wir hier heute diskutieren. Wir reden über nicht weniger als eines der zentralen Grundrechte, nämlich über Menschenwürde. Menschenhandel in all seinen Ausprägungen, ob er zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, zur Arbeitsausbeutung oder in anderen Formen stattfindet, stellt eine schwere Verletzung der Menschenwürde dar. Schätzungen gehen davon aus, dass im letzten Jahr weltweit rund 2,7 Millionen Menschen Opfer von Menschenhandel geworden sind. Und die Menschenhändler verdienen an diesem Geschäft mehr als 30 Milliarden Euro jährlich. Das Geschäft mit der Handelsware Mensch gilt vom Gewinn her als drittwichtigste kriminelle Einkommensquelle nach dem Drogen- und Waffenhandel. Fakt ist, Menschenhandel ist vor dem Hintergrund von 400 Jahren Sklavenhandel kein neues Phänomen, aber ein Problem, welches mittlerweile Ausmaße annimmt, die uns vergessen lassen, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Die Umsetzung der EU-Richtlinie, die zum Ziel hat, Menschenhandel zu verhüten und zu bekämpfen und die Opfer von Menschenhandel zu schützen, zielt nicht nur darauf ab, eben dieses Grundrecht auf Menschenwürde durchzusetzen, sondern auch darauf, die Täter noch härter zu bestrafen. Eigentlich eine Sache, die uns selbstverständlich scheint und schon längst hätte gesetzlich geregelt sein müssen. Leider ist das nicht so. Wir müssen nämlich auch darüber reden, dass Menschenhandel viel weiter als bisher im Strafgesetzbuch gefasst werden muss. Hier geht es um Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Menschenhandel zum Zweck der Bettlerei und Menschenhandel zur Durchführung von Straftaten. Es geht darum, dass mit Menschen gehandelt wird, um ihnen Organe zu entnehmen. Und es geht insbesondere, und das ist mir ganz besonders wichtig, um den Tatbestand der Zwangsprostitution. Neu in der Gesetzesvorlage ist, dass nun auch im Strafgesetzbuch verankert wird, wenn Menschen, und hier sind es zum größten Teil Frauen und Kinder, gezwungen werden, zum Betteln auszuharren oder professionell auf die Pistole zu gehen. Gut und richtig ist es ebenso, dass der neue Paragraph 232 Strafgesetzbuch nun auch den Tatbestand des Menschenhandels zum Zweck des Organhandels erfasst. Die Erweiterung dieser Straftatbestände sind meines Erachtens überfällig, meine Damen und Herren, und ich bin froh, dass wir heute diese Umsetzung beschließen werden. Aber nicht nur die Erweiterungen der genannten Straftatbestände sind Inhalt der Gesetzesvorlage. Wir gehen noch viel weiter, indem wir nämlich zum einen die Lücke schließen auf der Nachschub- und Logistikebene des Menschenhandels. Künftig wird nämlich auch das Anwerben, Befördern, Weitergeben und Beherbergen, also jede noch so gering erscheinende Form der Beteiligung am Menschenhandel, strafbar sein. Wir schaffen Instrumente, die Täter noch härter bestrafen können, wenn zum Beispiel die Opfer minderjährig sind oder wenn das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet wird. Zum anderen ziehen wir auch diejenigen in Verantwortung, die von einer offensichtlichen Zwangslage eines Menschen profitieren. Hiermit meine ich, und das ist ein großer Schritt nach vorn, dass sich Freier von Zwangsprostituierten strafbar machen. Und ob es sich um Zwangsprostitution handelt, ist in den allermeisten Fällen klar erkennbar. Wer seine Augen vor offensichtlichen Anzeichen wie körperlichen Verletzungen, eingeschüchtertem Verhalten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen verschließt oder wer die Dienstleistung mit einem Zuhälter anbahnt und aushandelt, gehört bestraft, meine Damen und Herren. Diese Strafbarkeit ist seit jeher ein wichtiges Anliegen der Union und wird nun endlich umgesetzt. Allerdings soll den Freiern, die zur Aufdeckung und zur Aufklärung von Zwangsprostitution beitragen, Straffreiheit gewährt werden. Hier stellen wir den Schutz der Opfer und die Vermeidung von weiteren Straftaten über den Strafanspruch an die Freier, und das ist gut so. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die Kritik der Opposition an dieser Stelle, dass wir beim Opferschutz nicht weit genug gehen würden und hier nochmals hinsichtlich der Aufenthaltserlaubnis nachgebessert werden soll.
Wenn Sie zugehört hätten bei der Expertenanhörung vor einigen Wochen, wurde uns allen deutlich gemacht, dass mit der Erweiterung, Sie erwähnten das schon, Dr. Fechner, mit der Erweiterung des § 25 Aufenthaltsgesetzes dem ausreichend Rechnung getragen wird. Und insofern ist diese Kritik ja völlig überflüssig. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute Vormittag den Grundsatz Nein heißt Nein im Strafrecht verankert. Nein heißt Nein, nämlich auch dann, wenn offensichtlich ist, dass eine Frau, und in über 95% der Fälle sind es Frauen, aufgrund einer Zwangslage sich prostituiert. Ich bedauere es sehr, dass es aufgrund der Weigerung der SPD nicht dazu gekommen ist, im Gesetz heute früh eine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung von Prostituierten zu verankern. Es wurde dadurch versäumt, die Gesundheit der Prostituierten und deren Freier besser zu schützen. Ebenso hätte eine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung entscheidend dazu beitragen können, dass Zwangsprostitution schneller und besser identifiziert und geahndet werden konnte. Schade. Ich denke, hier wurde eine Chance klar versäumt, Opfer von Misshandlungen, Zwangsprostitution und Menschenhandel noch besser zu schützen und ihnen zu helfen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir mit den vorliegenden Änderungen des Strafgesetzbuches nicht nur die geforderte EU-Richtlinie umsetzen. Wir haben ein Instrument geschaffen, das es uns ermöglicht, Menschenhändler härter zu bestrafen und Opfer noch besser zu schützen. Daher bitte ich um Zustimmung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.